Hallo meine Damen und Herren, heute bin ich hier an zwei Baustellen, wo die Stadt zurzeit arbeitet. Das eine ist hier der Friedhof in Kusel. Was passiert? Es wird ein neuer Weg gebaut, der barrierefrei die Möglichkeit lässt, zur Friedhofshalle zu kommen und auch weite Teile des Friedhofes mit erschließt. Zum anderen wird auch die Aussegnungshalle renoviert. Das ist der nächste Bauabschnitt. Insofern bitte ich um Verständnis, aber auf der anderen Seite ist das auch ein Schritt in die Zukunft, weil sich die Bestattungskultur ändert und wir da neue Freiflächen gewinnen. Und wir wollen den Friedhof dann ein Stück parkähnlicher umgestalten, dass er auch für Hinterbliebene, für Trauernde ein angemessener Ort ist, wo sie sich treffen können und wo sie der Toten gedenken können. Die Aussegnungshalle ist in die Jahre gekommen, insofern wird sie jetzt komplett saniert. Da wird das Dach erneuert, die Heizungsanlage, wir werden neue Fenstertüren einbauen und auch im Bereich der Kammern Renovierungen vornehmen, sodass sie dann auch für die nächsten Jahrzehnte wieder ihre guten Dienste leistet. Meine Damen und Herren, eine andere Baustelle hier, der Lehnpfad, ist schon komplett neu gepflastert. Es kommt noch Beleuchtung rein, die Mauer wird ein Stückchen saniert und dann haben wir in Kusel wieder eine tipptopp neu hergestellte kurze Wegeverbindung. Kurze Wege dienen auch dem Klimaschutz, sie können fußläufig angenommen werden. Stück für Stück verbessern wir uns in Kusel. Ich hoffe, dass Sie sich mit mir freuen, dass sowas passieren kann. Die Lehnpfad ist neben der Baustelle hier am Rosengarten. In Kusel tut sich eine Menge. Ich werde oft gefragt, baut der denn wirklich so, wie es geplant ist? Das wird ja so hoch. Genau das haben wir im Vorfeld diskutiert. Der Dr. Budau baut so, wie es abgesprochen ist. Und das Bauvorhaben für die Lebenshilfe und mit dem Nettomarkt nimmt Fortschritt und wird demnächst im Laufe des Jahres fertig werden. Bezug netto Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres und Lebenshilfe folgt dann auch. Also, es geht nach vorne. Ihnen alles Gute.